endlich da in Stumble, Guys. Und passend dazu gibt es wieder ein richtig heftiges Opening Battle gegen Seville. Und am Ende gab es nochmal ein 1 vs 1 um ganze 1000 Euro, um wirklich sicherzustellen, wer der Bessere in Stumble, Guys ist. Deshalb verprügelt jetzt alle den Daumen nach oben, Leute, wenn ihr SpongeBob auch cool findet. Vergesst euch auch nicht zu abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß. So, Leute, wir sind direkt in Stumble, Guys, angekommen. Und ich würde sagen, wir begrüßen hier direkt unseren heutigen Gegner, Seville. Was geht, Mann? Baby Bell, ich bin Seville HDEX. Moin. Yo, moin, Bro. Wir haben uns lange nicht gehört. Was geht, Mann? Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, Mann. Wow, einmal bitte. Ich wurde auch nicht dafür gezwungen, Leute. Ah, ich bin wieder da. Ja. Ich bin wieder hier. Genau, aber Seville, ich nehme an, du siehst es ja auch schon. Denn, Leute, wir haben ein brandneues Stumble Guys Update erhalten. Wir gehen auch direkt in den Shop rein. Denn, Seville, du kannst es schon hier im Hintergrund sehen. Wir haben nämlich hier einfach mal das brandneue SpongeBob Glücksrad, Leute. Ich zeige euch das einmal hier. Wir haben einfach Patrick Star am Start. Dann hier episch. Verschiedene... Ganz verschiedene, kurz, verschiedene, episch. Ja, Digga. Episch. Den haben die nicht mal legendär gemacht, Digga, der Arme. Ne? Ich wollte gerade sagen, der ist einfach episch, Leute. Der Arme, episch. Alter. Und dann haben wir hier aber auch ganz viele SpongeBob-Skins hier. Mehrere mythisch, legendär. Dann hier zum Beispiel Thanksgiving Din, okay. Ist irgend so ein, was ist das, so ein Huhn oder so auf dem Truthahn, Kopf. Ne? Truthahn. Der ist noch immer Truthahn, Digga. Ja, Truthahn haben wir. Dann haben wir hier noch ganz, ganz viele neue Special-Skins, Leute. Ihr könnt es auch schon sehen. Das sind 1, 2, 3, 4... Vier neue Special Skins und den allerersten Special Fußabdruck haben wir tatsächlich das auch hier im Glücksrad, ne? Digga. Das ist richtig wild. Allererster, wir hatten noch nie einen. Ja, ja, das ist das allererste Special Fußabdruck, was wir hier in Stumble Guys bekommen haben. Und noch ein paar Emotes. Du kannst dir schon vorstellen, was wir machen. Und zwar wird heute derjenige gewinnen, der zuallererst das komplette Glücksrad durch hat. Also quasi alle Skins freigeschalten hat. Ich bin sehr gespannt, wie lange das... Mit Emotes? Mit Emotes, ganz kurz? Mit Emotes? Bro, natürlich mit Emotes. Das ganze Glücksrad, Bro, alles. Okay. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie lange wir dafür brauchen werden, Leute. Seville, ich würde sagen, ich stelle meinen Regler einmal auf 10. Du kannst das auch machen. Und mal 3 geht's los. Bist du bereit, Junge? Ich bin nicht bereit. Weißt du, warum? Warum? Weil ich gar nicht bereit sein muss, Digga, weil ich hier gewinne. Wir gehen rein. Junge, eins. Nein, gar nichts wirst du. Doch, Digga, ich doch, platt Digga. Okay, komm, wir drehen in 3, 2, 1 und let's go, Junge. Also, ich war ein bisschen früher, aber ich hab Special. Erster Special. Was? Bro, er zieht erster direkt Special. Den Fußabdruck, Bro. Direkt Fußabdruck. Zweiter Special. Zweiter Special. Ja, Digga. Das ist aber mythisch. Bro, wie du... Dritter Special. Dritter Special. Ja, Bro. Du, hör, mach die Hexe aus, Bro. Mach die Hexe aus. Alter, was laberst du? Du kriegst die ganze Zeit mythische auch. Junge, ja, du mal nicht so, als wenn mythische... Fünfter Special. Ich hab schon alle Specials gleich. Ja, Leute, danke fürs Einschalten. War ein sehr, sehr cooles Video. Freut mich, dass ihr alle vorbeigeschaut habt. Ich würde sagen, wir können das Video so an der Stelle... Ey, hättest du jetzt wieder einen neuen Special bekommen, ne? Ich schwöre, ich wäre so ausgerastet, Bro. Ich schwöre Happy Thanksgiving. Ja, dann rast mal aus, weil Happy Thanksgiving habe ich gezogen. Ja, guck mal, ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich hier ziehe. Ich habe Patrick Star bekommen, den epischen Applaus bezahlt. Der Arme. Kurz ruhig. Bro, guck mal, wie viele Specials ich habe. Bro. Leute, ihr braucht mir nicht erzählen, dass das normal ist. Seville, mach deine Hex aus. Wir haben gesagt, wir machen normal Opening. Keine Hex, Bro. Bro, du hast wie viele Special Skins gezogen? Eins, zwei, drei. Du hast fünf. Ja, okay. Ja, Bro. Vier? Ja. Mit dem fünf Special Sachen. Die Hälfte an Specials. Bro, du hast 6 Special Sachen gezogen insgesamt. Ja, das Duplikat. Willst mach du aufgeben? Mach die Hex aus, Junge. Nein, ich hab keine. Wirklich nicht. Aber willst du aufgeben? Oder guck dir mal bitte meine Anzeige an, Bruder. Ich hab kein einziges Special, nicht einen, Bro. Aber du hast 1, 2, 3, ja, 3 Skins hast du ja gehabt von den mythischen. Ist doch gut. Hä? Ja, ist voll stark, Mann. Ja, Mann. 3, 2, 1, go, Leute. Getreten, Junge. Mal gucken, vielleicht kriegst du jetzt ganz viele Special Skins, Digga. Ja, guck. Ich schwöre, wenn ich jetzt nicht auch hier 5 Special Skins oder so bekomme, werde ich so ausrasten, ne? Hier, was? Nein, kriegst du nicht. Guck mal, Bruder, ich krieg irgendwelche Sticker, Bro. Er kriegt schon wieder Special. Leute, er bekommt keine Specials. Endlich, Junge. Bam. Oh, ist nice. Ja, Bro, es wird Applaus. Auch Zeit, Bro. Es wird auch Zeit. Ja, stimmt. Ah, ich hab schon alle Specials. Ich hab gerade diese Mrs. Puff bekommen, oder wie sie heißt. Mrs. Puff.
Puff heißt Mrs. die. Mrs. Puff, ja okay, sorry Junge. Du hast SpongeBob. Wusstest du, dass die SpongeBob mir den Führerschein gegeben hat? Ich weiß nicht. Ich kann nur SpongeBob gezogen haben, Junge. Das war seine Fahrlehrerin, Digga. Echt jetzt? Ja, war seine Fahrlehrerin. Bro, warum bekommst du sogar den Special? Was soll das? Bro, ich bekomme doch episch gerade. Was für Special? Du hast gerade schon wieder dreimal Special bekommen. Was laberst du? Ja, Fußabdruck endlich. Kommt das Ding. Let's go. Mal gucken. Ich habe hier den Sagittarius, Mrs. Puff, Zarkan der Destroyer, Merkurian. Ey, ich habe schon ein paar neue Skins freigeschalten, Bro, ne? Du hast diesmal mehr, ja. Aber du hast nur drei Specials. Drei Specials Bro, hast du nur. Du hattest schon wieder vier Special oder so, Digga. Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob ich alle Specials habe. 1, 2, 3, 4, 5. Bro, also ich habe alle Specials. Ja, Seville, du bist mich am Verarschen. Lügner Seven diesmal! Lügner Lumex, ich mach weiter, ich will gewinnen. Ja, Lügner Lumex. Nein, Lügner nein, Lumex in die Leute. Kommentare, Leute. Vor allem, das kann nicht echt sein, Bro. Ja, Digga, er zieht direkt 90. Bro, guck dir bitte mal mein Glücksrad an. Was ich jetzt hier, Bro. Guck dir mal an. Ich hab noch mal Skin. Bruder, ich kann das nicht mehr, Digga. Du sollst deine Hex ausmachen, Junge. Ich hab keine Hex. Ich hab einfach Glück heute. Oh, Paddenhead, Junge. Neuer Skin, Junge. Was ist los? Was brauchst du noch? Du brauchst noch viele. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, was ich noch brauche. Ach echt? Erfreu dich, Bro. Ich jetzt? Wirklich? Hier, Fußabdruck. Danke für gar nichts. Stark. Oh, komm. Jawohl, Bro. Digga. Duplikat. Episch, ich kann das nicht mehr. Ich kann das Bro, ich gewinne heute, glaube ich, mal gegen dich. Hoffentlich. Ja. Ja, aber Bro, zählt nicht, weil du hackst. Junge, Bro, bitte, hör auf jetzt die. Bro, du hast 6 Special sechs Special bekommen in 10 Spins. Verarsch mich nicht. Verarsch wen anders, Bro. Bitte, Lumex, bitte. Bitte. Sei leise. Lass mich nicht aufregen, Digga. So, ja. Mal gucken, was du jetzt hier hast. Der ist gut. Mythischer SpongeBob. Krass. Ja, hast du den schon? Hä? Wo ist denn dein mythischer SpongeBob? Hä? Seve, war cool, dass du dabei bist. Ja? Hat Spaß gemacht mit dir? Ja. Und morgen ich drehe an dieser Stelle aus weiter. Ja. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Also Leute, ihr seht's hier, es sind wirklich alles sehr, sehr nice neue Skins. Aber es macht halt ehrlich gesagt keinen Spaß, wenn andere Leute hier einfach unfair spielen, Bro. Hier. Mikti hast du. Mikti Boba. Let's go. Tee mit Milch ist das, ne? Ey, mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich wollte nur gerade sagen, dass ich ein bisschen froh bin, dass Dumbleguise diese Skins reingebracht hat, weil ich sag mit Abstand, wirklich, SpongeBob war mit Abstand meine Lieblingskinderserie. No joke. Ja, ist das also, so. SpongeBob, aber stark, dass du auch weißt, wer Mrs. Puff ist, gell? Super stark. Ja. Stark, dass du wusstest, wer auch Mrs. Puff ist und die dem nie den Führerschein oder gegeben hat. Ich war halt nicht so ein Suchtkiddy wie du, was jeden Tag auf der Klotze gechillt hat, Bro. Tut mir leid. Aber Lieblingsserie sagen, Lumex. Deswegen sage ich Lügner Lumex. Ja, Digga. Okay, ganz kurz. Ich kann schon wieder. Wenn du gut in SpongeBob bist, okay? Ja. Wenn du gut in SpongeBob bist. Digga, was ist okay? Gab es eine Folge, wo SpongeBob mal die Gurken vergessen hat? Digga, lass mal dein Gelaber okay, sein, stopp, Digga. Stopp. Ich will nichts mehr hören. Es reicht. Ich weiß. Nein, ich weiß, wie gut du bist bei SpongeBob. Auf jeden Fall, Bro, guck mal, wie weit ich bin. Du hast schon wieder drei neue Sachen bekommen. Ich habe nur einen neuen Skin, Digga. Was ist das für eine Verarsche? Ja, ich würde mal gucken, ob ich die schon alles hab. Seve, du machst eine Aussetzrunde. Du drehst jetzt am gewöhnlichen Glücksrad. Nein. Du machst doch Aussetzrunde Aussetzrunde für dich, Digga. Ja, was dir für das mal relativ egal ist, ich dreh so lange einmal, ja? Dankeschön. Mach mal. Ich glaube, ich bin gleich durch, Leute. Ja, ich glaube, ich habe gleich gewonnen. Ja, willst du einen Keks haben mit deinem Hex, Junge? Hey, das war die schnellste Runde, wo ich dich auseinander... Flutpins, oder wie das heißt. Ich kann nicht mal reden, Digga. Ja, Bro, sorry. Sorry, dass wir hier um 11:30 eine Aufnahme machen. Nee, 11:30 so rum. Halb zwölf? Du kennst dich nicht mit SpongeBob aus. Lügst mich an. Lüg nur Lumex. Erstens das. Kannst Sachen nicht aussprechen. Verlierst jetzt im Glücksrad. Drei Dinge haben wir jetzt. Ach, Digga, schäm dich selber, ehrlich. Also, jetzt ganz kurz an alle Zuschauer. Ich bin mal wirklich ehrlich. Schreibt mal in die Kommentare. Das kann nicht normal sein, dass er in 10 Spins 6 Mal Special bekommt. Das ist theoretisch unmöglich. Wir gucken gleich gemeinsam, wie hoch die prozentuale Wahrscheinlichkeit für einen Special Skin hier ist. Und dann Bro, du kannst einfach nicht verlieren. Nein, bla bla bla, du kannst nicht verlieren. Nein, das hat mit Verlieren nichts zu tun, Bruder. Du hast gecheatet, Digga. Guck mal, ich habe immer noch nicht alle Special Skins. Wir finden immer noch zwei Stück, Digga. Dann sag mir mal, wie ich in der Beta
sogar eine Mod herkriegen soll. Die Beta ist heute rausgekommen. Du wie schnell sind... Digga, ist... Ja, GG's. Ich guck dir das an. Die Karte. Du bist am Hacken, erzähl mir nichts, Digga. Du bist am Hacken, du Bro. Lügst mich heute mit allem einfach an. Wie geht das? Junge, du hackst, Digga. Sei leise. Ah, ich brauche auf jeden Fall nur noch die drei Sachen. Diese Happy Diwali... Happy Thanksgiving. Ja, Bro, ich gehe zum 10. Mal diesen Emote. Bro, langsam reicht doch, ehrlich jetzt. Komm, bitte, komm, bitte. Raymond Skin. Ja, nein, danke. Nein. Danke. Er darf nicht aufholen. Bro, wenn ich trotzdem noch... Ja. Nein. Ach, Digga, Schmutz. Ey, ich muss das an sich echt noch gewinnen, Digga. Mir fehlt jetzt noch ein Special Skin und mir fehlt noch Happy Diwali. Was babbelst du? Dir fehlt alles. Was laberst du? Was laberst du für Müll, Junge? Erzähl mal. Dir fehlt doch fast alles. Bist du dumm? Mir fehlt Happy Diwali und ein Special, Bro. So, ich weiß nicht, was du dir hier schön reden willst, Digi, aber ich gewinne das noch, Bro. Diese Happy Diwali kommt nie. Ja, dann stell mir deine Hex richtig ein, Bro. Programm mit Ich hab alle Skins. Du kannst dich versprechen, wie du willst. Ich hab alle Skins. Ich glaube, ich bin durch. Bro, warte mal, ich glaube, ich bin durch. Nein. Okay, chill, ich glaube, ich bin durch. Thanksgiving, den hat mir noch gefehlt, Bro. Ich brauche diese Happy Diwali noch, oh mein Gott. Ja! Ja! Okay, Leute, hier ist noch nichts vorbei. Nein, Bro. Seville. Nein, Digga. Weißt du was? Wir werden nach dem Glücksrad machen wir 90 noch ein 1 vs 1, Bro. Komm, traust du dich? Glücksrad kann natürlich jeder, Bro. Natürlich trau ich mich. Bruder, hier, Glücksrad ist doch nichts Besonderes, Digga, mit deinen Hacks, ja? Zeig mal, es geht danach, Bro. 1 vs 1 will ich mit dir machen. Traust du dich? Er denkt, er gewinnt im 1 gegen 1. Ja, natürlich trau ich mich, Bro. Natürlich trau ich mich. Pass mal auf. Gott. Digga, mein Glücksrad leckt doch die ganze Zeit. Hör auf damit, Digga. Was machst du? Nein, hast du? Was? Was fehlt dir denn jetzt noch? Nein, ich hab's nicht. Digga, Leute, mir fehlt dieser dreckige Special Skin und Happy Diwali. Ich bekomme Happy Diwali nicht, Digga. Ey, Bro, ich brauch dieses... Was brauchst du auch, Happy Diwali? Brauchst du noch diesen fetten Truthahn? Brauchst du den noch? Junge, nein. Ich hab schon alle. Nur noch Happy Diwali. Wer hat dich Ops genommen? Ich mach direkt weiter. Digga, dieses Happy Diwali, dieser komische Emote, Leute, der macht uns kaputt, sag ich ehrlich. Warte, ich guck mal. Nur noch der fehlt mir, ja? Also, auch nochmal, Leute, ne? Oh. Nein. Danke. Ich hab Happy Diwali schon, Bro. Hä? Warte mal, bin ich durch? Ich bin durch. Was? Ich bin durch, Bro. Ja. Ich bin okay, durch. Guck mal nach. Ich bin durch, Bro. Ich schwöre, ich bin durch. Mir fehlt nichts mehr. Ich hab alles, Bro. Guck doch. Ja, ich kann gucken. Ich guck gleich. Ich hab alles, Bro. Bin durch. Hast du gedacht, du kannst mich mit deinem Hex abziehen, Bro? Hast du wirklich gedacht? Du bist nicht durch, Bro. Verarsche mal an, du bist nicht durch, bitte. Bro, ich hab jeden neuen SpongeBob-Skin. Ich hab jeden Special-Skin. Ich hab Happy Diwali. Ich hab diese Bloody Footprints. Ich hab Patrick Star hier. Ich hab alles, Bro. Alles hier. Ich rede nicht mehr. Jetzt guck mal, ob du alles hast, bitte. Ja. Bro, mein Glücksrad ist weg. Schau mal, meins ist weg, weil ich alles freigeschalten habe, Bro. Mein Glücksrad ist verschwunden, weil ich alles freigeschalten habe. Nein. Doch, ich sag doch, ich hab alles, Bro. Geh okay, weg, warte. Lösch dich, Digga. Warte. Mit deinen Hex. Warte. Geh dich löschen. Warte. Wenn mein Glücksrad jetzt weg ist, nachdem ich dieses Happy Diwali gezogen habe, dann glaube ich dir. Dann Digga, hast du gewonnen. Du brauchst mir nichts glauben. Ich hab alles. Ich zeig's dir. Hier, schau. Fußabdrücke. Hier, guck. Guck. Ich hab hier. Hier, ich hab diese 9. Guck hier, diese Special. Ich hab diese Bloody. Hab ich. Hab ich alles freigeschalten. Dann hier, die Blätter hab ich. Siehst du? Atumi Leaves. Hab ich. Schau hier, Emotes. Atumi Leaves. Ja, Bro, ich hab alles. Was willst du von mir? Nerv nicht. Ich hab alles, Bro. Alle Skins. Hier, guck dir an. Sagittarius. Mercurian. Errol. Raymond. Hier. Alle 9 Special Skins hab ich freigeschalten, Bro. Also, ich weiß nicht, was du von mir willst hier. Die ganzen Milchshakes. Wie kann es sein? Bro. Wie kann es sein, dass er gewinnt? Leute, wieder, alle Hashtag LoserSeville in die Kommentare. LoserSeville in die Kommentare. Lügner, du hast heute alle angelogen, Lügner Lumex. Bro, du wolltest mich verarschen mit deinen Hex, Bro. Zieht hier 6 Special Skins in der ersten Runde und verkackt trotzdem. Deine Hex haben reingeschissen, Bro. Und weißt du was? Ich gebe dir sogar jetzt die Möglichkeit. Komm, 1 vs 1, Bro. Trau dich. Wenn du jetzt 1 vs 1 gewinnst, dann hast du die komplette Mein Glücksrad Folge ist auch weg. Mein Glücksrad ist weg. Ich gucke, ob ich jetzt Happy Diwali hab. Ich habe übersprungen, Leute. Warte. Nein. Glücksrad ist weg und ich habe kein Happy Diwali. Ja, weil du scheiße bist, Bro. Weil du nichts kannst. Das liegt daran. Ganz einfach. Deine Hex bringt dir nichts, Bro. Sieh es ein. Hier, mir fehlt kein Happy Diwali. Siehst du? Also, Bro, das kann ich erklären. Also Happy Diwali, das ist ein Bug. Ich hab's eigentlich freigeschalten, Bro. Also, ich kann das alles erklären. Also, Bro. Also. Wie oft hast du heute gelogen? 4-mal. Stopp.
Mein Glücksrad war eher weg als deins. Also habe ich gewonnen, weil ich hatte eher... Bro, wir haben beide... Nein! Bro, wir haben beide kein Happy Diwali, aber trotzdem alle anderen Sachen, die mir freischalten mussten, außer das hatte ich vorher. War ich früher... Was? Doch. Leute, bitte... Ganz kurz. Leute, bitte. Bitte, ihr wisst, ich weiß, ihr seid Detektive. Guckt bitte, wer von uns schon alles hatte, außer Happy Diwali. Bitte. Bitte schreibt's in die Kommentare, damit ihr diesem Lügner Lumex sagen könnt, wer gewonnen hat. Danke. Jetzt schön hier den Schlaumeier machen, wenn man erst gehackt hat und hier 6 Special Skins zieht, Digga. Und jetzt hier, ja. Ach, Digga, Alter. Wir machen einfach unentschieden, wir entscheiden jetzt im 1-1 einfach, okay? Okay, ist das ein Deal? Ich hab gewonnen, aber sag's keinem. Ja, Bro, aber ich hab trotzdem gewonnen. Bro, ich spiel jetzt hier diesen Aeroskin. Sagt ihr auch gerne irgendeinen anderen neuen Special Skin. Wir machen hier natürlich auch, SpongeBob. Wir machen ohne Emotes, Bro, okay? Aufgeregt, ohne Emotes. Okay, Seville. Runde geht los. Block Dash. Ich bin bereit. Ja, ich will jetzt sehen, was du drauf hast. Du hast gesagt, ohne Emotes, ne? Ja. Ohne Emotes, ja. Ohne Emotes. Lasst mich 1000 Euro wetten, dass Lumex Emotes einsetzt. Wollen wir noch um 1000? Komm, lass um 1000 Euro machen. 1000 Euro. Ohne Emotes. Ohne Emotes, 1000 Euro. Okay. Okay. Der Erste, der Emotes einsetzt, hat's verloren. Okay. Digga, wie geil sieht bitte mein SpongeBob-Skin aus? Ja, okay. Ich muss ehrlich sagen, die Skins, die neuen SpongeBob-Skins, sehen schon sehr, sehr nice aus. Also ich finde deinen auch cool. Der erinnert mich so auch an Block Dash irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Boah, true, ne? Also der Fernsehskin sieht schon nice aus, Leute, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich finde SpongeBob ein bisschen besser. Ja, der ist halt so schwarz-weiß. Ein bisschen so Schwitzer-Skin irgendwie, ne? Seit wann sind Schwitzer-Skin schwarz-weiß, Digga? Hä? Ja, okay. Hey, sorry, Digga, Bro. Was babbelst du, Bro? Tut mir leid, Bro. Was laberst du, Bro? Ja, ich rede nicht mehr. Tut mir leid, Bro. Er sagt, da Schwitzer-Skin schwarz-weiß sind. Hey, hast du die Regel gemacht? Ich lach mich so weg, wenn du verlierst, Bro. Du verlierst, ich lach mich so weg, ne? No joke. Hast du das erfunden, dass Schwitzer-Skins schwarz-weiß sind, Digga? Du bist fast runtergeflogen. Guck dich mal an, Bro. Was ist denn da gerade passiert? Er sagt schwarz-weiß Schwitzer-Skins. Also, Bro, ich weiß ja nicht, wo du gewohnt bist. Ja, okay, sorry, Bro. Ja, komm, konzentrier dich mal lieber jetzt hier. Wenn du jetzt verkackst, wäre das so peinlich, ne? Ich schwöre auf alles. Weißt, ne? Wer Emotes einsetzt? Ja, ich weiß. Er hat verloren und einen Taui, Bro. Also, real talk. Es geht hier einfach jetzt um 1000 Euro. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. 1000 Euro, Leute. Wir sind ja reiche YouTuber, Leute, anscheinend. Wir sind ja richtig reich, ne? Wir YouTuber sind ja richtig reich. Dein Vorschlag mit 1000 Euro, Bro, also. Naja, du hast dann gesagt, okay. Du hast zugestimmt. Oh mein Gott, das wäre Bro, ne? Das wäre aber gerade ganz böse. Hä? Was willst du? Das sah gerade aber ganz böse für dich aus, mein Lieber. Was war denn da los? War ein bisschen knapp, oder was gerade? Ich bin doch ganz easy durchgekommen. Ja, ganz easy durchgekommen, sagt er. Natürlich. Ja, da muss er selber ein bisschen lachen. Es hat geleckt. Oh mein Gott. Ich schwöre, es leckt gerade bei mir, ne? Und ganz kurz, bitte. Es gibt keine Ausreden. Wenn es leckt, leckt's halt. Fertig aus, okay? Ja. Oh mein Gott, ey, ich bin so aufgeregt gerade. Sehr ehrlich, ich muss auch was aufregen, sehr ehrlich. Digga, natürlich. Ich will doch nicht gegen so einen Noob verlieren. Oh mein Gott. Ey, guck mal, was er sagt, Leute. Oh. Nein. Bro. Du bist so kacke. Guck dir meinen Emote an. Guck dir meinen Emote an. Guck ihn dir an. Lösch dich. Redet groß. Hackt. Macht noch auf den. Ja, lass um 1000 Euro spielen, Junge. Du bist ja ein Noob und so. Und jetzt fliegt ihr den Laser rein. Lösch dich, Seville. Lösch dich, Digga. Das würde mir jetzt so stinken an meiner Stelle. No joke. Aber weißt du was, Seville? Weißt du was? Guck mal. Ich gebe dir die Möglichkeit. Revanche. Wir machen noch eine Runde. Lavaland. Auf korrekt. Sag ja oder sag nein. Ist dir überlassen. Aber ich bin korrekt. Ja. Ich hab's nicht ganz gehört. An. Bisschen lauter, Bro. Nimmst du's an? Ja. Okay. Ich spiele den Gigaton Fischer, oder wie er heißt. Der sieht krass aus. Fischer, ja. Spiel mal so einen Anglerboy. Und dazu hier die neuen Fußabdrücke. Bam. Ich spiele eine Runde Milk Tea Bobber. Also ich muss ehrlich sagen, okay, du hast gewonnen. Wieder ohne Emotes, ja? Wieder, natürlich ohne Emotes, natürlich. Dann wird's krass, Leute. Dann wird's richtig krass, weil am Ende, ihr wisst ja, die Dinger werden dann so weit nach unten gedrückt, bis es fast nicht mehr zu sehen ist. Das wird krass. Das wird richtig krass. Ich mein's auch wirklich gut. Ich habe mir gedacht, yo, komm, wir machen jetzt wirklich mal auf korrekt. Wir vergessen einfach alles, was gewesen ist, okay? Ich verstehe das nicht, Leute. Er gewinnt beim Glücksrad. Ich habe am Anfang instant alle Skins fast gehabt. Warte mal, versuche jetzt nicht irgendwas zu drehen, Bro. Lass es sein. Du versuchst nicht irgendwas zu drehen, Bro. Nein, Real Talk, ich drehe nichts, aber ich finde es fair, wenn die Leute gucken, wer zuerst alles hatte, außer Happy Diwali. Ja, ist ja okay. Aber wenn ich das jetzt nochmal gewinne, habe ich zweimal gegen dich gewonnen, Bro. Dann ist ja trotzdem. Wenn du das gewinnst, Bro, dann hast du sowieso gewonnen. Dann ist egal, ob auch Happy Diwali dabei war oder Happy Thanksgiving oder Happy Christmas. Ist egal, okay? Okay.
Okay. Und weh, du machst Emote. Wie gesagt, ich mach Mythos. Nein, ohne Emote, ne? Bro. Ohne Emote, ohne Emote. Indianer Ehrenwort. Indianer Ehrenwort, Bro. Okay. Ah, ich muss jetzt echt konzentrieren hier. Warte, gleich geht's los. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade, ich sag ehrlich, ne, auf Ernst. Gleich geht's los, Bro. Oh, okay, warte kurz. Oh mein Gott. Boah, Lumix mit dem kleinen Fehler. Ja, mit dem kleinen Fehler hier. Entspann dich, Bro, entspann dich. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, das geht los, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, es geht los, Bro. Oh mein Gott. Ey, Bro, ich bin so aufgeregt. Ich würde es jedem gönnen, Bro. Ich gönne es dir auch, wo es leckt, bisschen bei mir. Ja. Ich würde es dir wirklich gönnen, Bro. Ja, jetzt leckt es wieder. Ja. Ich würde es dir ehrlich gönnen, immer Bro. Jedem. 59 Sekunden, Bro. Bro, ich gönne es dir. 56. Ich gönne es dir, Bro. 53 Sekunden. Oh mein Gott, 50. GG's, Bro. GG's. GG's. Ich habe aus Versehen Double Jump gemacht, Bro. Aus Versehen. Warum hast du Double Jump? Aber ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Es ist aus Versehen gewesen. Alles gut, guck mal. Ich würde sagen, du hast beim Block durchgewonnen, ich habe hier gewonnen. Die Leute müssen reinschreiben, wer zuerst hatte das Glücksrad voll. Okay, Freunde, das ist jetzt eure Aufgabe. Aktuell steht es nämlich unentschieden. Ja. Das heißt, ihr müsst jetzt ganz genau analysieren, wer von uns beiden zuerst das Glücksrad voll hatte, außer das letzte Emote, Happy Diwali. Es liegt an euch. Ansonsten danke fürs Einschalten. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Checkt auch sehr gerne selber ab, Leute. Und natürlich immer nicht vergessen, ein, zwei Videos hier noch abzuchecken, die ihr gerade hier seht. Sind sehr, sehr nice. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen. In einer neuen Folge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.